erstmal zum Erklären hier auf die Einstellung. So, ihr seht jetzt drei Takte. Ja, für die, die jetzt noch nie sowas gemacht haben, sieht das wirr aus und schwer. Es ist wirklich sehr leicht. Ihr müsst die Tablatur lesen können. Jede Zahl ist ein Bund. Zum Beispiel, also es sind keine Notenlinien, für die, die es noch nicht kennen. Es sind Tablaturlinien und Tablaturlinien sind ganz einfach die Saiten der Gitarre. Das ist genial für den Gitarristen. Das ist zum Beispiel für einen Blockflötenspieler gar nichts und auch für einen Klavierspieler überhaupt nichts. Für den Gitarrenspieler ist es ideal. Ihr seht die dicke Seite, das ist die untere Linie und da steht eine 3 drauf. Das heißt, auf der Linie, also auf der Seite, drückt ihr im dritten Bund. Das war's. Darüber ist aber noch eine 0. Das heißt, weil es übereinander steht, müsst ihr gleichzeitig anschlagen. Und da wo die 0 drauf ist, auf der Linie, das ist die vorletzte Seite von unten gesehen, wenn ihr die Gitarre in der Hand habt. Also die B-Seite. Es gibt auch Leute, die sagen H-Seite. Und das Ganze zeige ich euch jetzt auf der Gitarre, was da steht. Das sind im Grunde zwei Klänge, die hier erscheinen oder erklingen. So, ihr sollt beide Hände auch sehen. Also, das ist die 3, das ist die 0. Dazwischen kommt immer der Zeigefinger auf der G-Seite. Danach wechselt der Zeigefinger, geht hier auf die 1. Die Melodie, und das ist das Schöne und das Leichte am Anfang, die findet hier immer auf der B-Seite statt. Da ist die Veränderung von den Griffen her. Und das übt man schön langsam nacheinander. Das ist der Griff, zweiter. Und hier der dritte Bund. So. Jetzt habe ich weitergespielt. Jetzt mache ich mal bis zum zweiten Bund, ersten und zweiten Bund in langsam. Der dritte Bund, dritte Takt. Ne, zusammenhängen nochmal, sonst klingt das nicht. So, und das war der einzige, der Teil, den ich bisher fertig habe. Das wird ein Stück, ich weiß nicht wie lang, weil es eben noch nicht fertig ist. Eine zweite Zeile habe ich schon, die mache ich aber erst mit den Fortgeschrittenen dann nächste Woche, weil das bedeutet letztendlich in diesem Muster, dass die zum Beispiel hier die 0 auf der G-Seite, also der Ton G, immer zwischendurch liegt, das bleibt als System erstmal erhalten bei diesem Lied. Das ist gleichzeitig ein Übungslied, wie eine Etüde bei der klassischen Gitarre, wo man einfach bestimmte Techniken übt, aber es soll sich trotzdem schön anhören. Gleichzeitig sind diese Fingerpaare, was ihr hier drückt, hier zum Beispiel den zweiten Bund und den dritten, spiele ich mit dem Mittelfinger hier und hier mit dem kleinen Finger. Ja, und hier mache ich entweder den Zeigefinger und den kleinen oder ja, eigentlich immer den Zeigefinger und hier den kleinen Finger. Ja. Diese Paare, die lernt man. Und dann lernt man nachher sowas ähnliches wie eine Tonleiter, aber mit zwei verschiedenen Saiten und sozusagen als Zweiklang gespielt. Und dadurch hört sich das eben so schön an. Und so könnte jeder zum Beispiel anfangen mit diesem Lied und dann im anderen Rhythmus, in anderen Kombinationen das Lied anders spielen. Das heißt, die Aufgabe wird dann irgendwann mal auch sein, dass jeder versucht, ein eigenes Stück mit diesen Kombinationen zu machen, vielleicht aber auch mit klitzekleinen Änderungen aus den Kombinationen. Man braucht ja manchmal nur einen Finger verändern und schon klingt das Ganze komplett anders.
Ja.